Reformation hat uns geprägt. Die Reformation hat auch Bremen geprägt. Also ohne die Reformation wäre Bremen einfach langweiliger, eintöniger, nicht so vielfältig und gedankenfrei, wie es jetzt ist. Um es mit Martin Luther zu sagen, Freiheit und Liebe gehören zusammen. Freiheit und Nächstenliebe gehören zusammen. Freiheit, sich zu engagieren, und da sind wir in der Jetztzeit. Darum kommt es an. Als Katholikin in der evangelischen Studierendengemeinde, ich bin da willkommen, viele andere sind da auch willkommen. Weltoffenheit, Vielfalt, Respekt voreinander, Respekt auch vor unserer Verschiedenheit, Toleranz, auch aushalten können, dass andere Auffassung sind. Man möchte einfach respektieren und akzeptieren, dass es auch andere Glaubensrichtungen gibt. Die Freiheit eines Christenmenschen bedeutet auch, sich einzubringen in die Gemeinschaft. Und diese Erfahrung kann man einfach nur machen, wenn man es auch versucht zu leben. Also wenn man die Menschen zu sich reinlässt und zu den Menschen rausgeht. Ja, man sagt ja, also weil es zum Auftrag gehört. Leute, wenn ihr das so macht, wenn ihr denen eine Chance gibt, wenn ihr offen seid, dann könnt ihr euch auch selber die Ängste nehmen. So. Ihr könnt euch selber helfen damit, anderen und euch selber. Entscheidend ist, dass wir unser Herz aufmachen und das Nötige tun, damit Menschen hier sich ein neues Zuhause schaffen können. Einfach Leute einladen, sagen, guck mal, das hier ist nicht nur unser Platz, sondern das ist auch euer Platz. So. Das ist der Kern auch der reformatorischen Botschaft. Egal welche Hautfarbe, egal ob behindert oder nicht behindert, jeder hat die gleiche Chance, jeder muss teilhabeberechtigt sein. Wenn man den Kindern, Heranwachsenden, Jugendlichen Vertrauen schenkt ins eigene Können, zeigt, so könnt ihr euch das zu Nutzen machen, so ist es hilfreich für euch, dann müssen sie keine Angst davor haben, dann können sie damit umgehen, dann lassen sie sich auch nicht verarschen, sag ich mal. Bildung muss für alle und für alle gleich sein. Das ist keine neue Erkenntnis, sondern das ist eine reformatorische Erkenntnis. Leider ist sie immer noch sehr aktuell. Wir dürfen auch dankbar sein, dass es einen interreligiösen Dialog gibt, dass wir mit Muslimen der jüdischen Gemeinde, mit den Katholiken und Katholiken in Bremen und anderen Religionsgemeinschaften in einem fairen, offenen Gespräch miteinander sind. Ganz wichtig, nach den Verirrungen auch der evangelischen Christen über viele, viele Jahrhunderte. Also ich glaube, dass ja eigentlich die Kirche nicht gespalten werden sollte, sondern dass etwas überarbeitet, überdacht werden sollte. Und wir wissen alle, dass das nicht geklappt hat. Die Kirchen wieder zusammenzubringen, fände ich persönlich schön. Die Reformation ist kein Heldenepos und Martin Luther war kein unfehlbarer Mensch. In Frieden zu leben, in Respekt voreinander zu leben, in Toleranz. Und da ist die Reformation nicht ein geschichtliches Ereignis, sondern eine ständige Aufgabe. Mein Wunsch wäre einfach, dass wir es schaffen, dass nach dem Reformationsjahr viel mehr Menschen sagen, boah ja, das war ja eigentlich schon krass so, ne? Was hätten wir ohne die gemacht? So? Wer wäre dann gekommen und hätte uns so ein bisschen den Weg so gezeigt? Ja, das wär mein Wunsch. Ich wünsche mir, dass das Reformationsjubiläumsjahr nicht nur eine Erinnerung an ein wichtiges historisches Ereignis ist, sondern dass wir uns berührt fühlen von dem, was die Reformation von uns erwartet, nämlich dass wir unsere Freiheit im Denken, unsere Freiheit im Glauben, unsere Freiheit zum Handeln auch wirklich in Verantwortung, nicht nur für uns, sondern für unsere Mitmenschen, für die Gesellschaft, für die Welt, für die eine Welt ausüben.